Zunge, Junge! Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Zunge, Junge. Ich nehme hier gerade an einem kleinen Karpfenturnier bei, am Bernsteinsee, 162,78, 35 Meter Clip. Die Fische gehen hier gerade auf alles, was mit Tintenfisch zu tun hat. Und vor allen Dingen, was besonders reizvoll ist, es werden viele seltene Karpfenarten gefangen. Ich gehe hier mit nur Maismontagen, jeweils zwei Maiskörner der gleichen Sorte. Gut, hier die rechte Route habe ich ausprobiert, auch noch Oktopus, Pellets und Tintenfisch-Pop-Ups. Wollen wir mal gucken, wie es läuft. Das Turnier veranstaltet Underwater Frank. Die meisten werden ihn kennen, ist auch YouTuber und Streamer bei Twitch. Wer ihn nicht kennt, guckt mal vorbei. Ist ein netter Kerl, kann man gut zugucken. So, das Turnier ist noch nicht gestartet und ist schon der erste Fisch. Das ist ein gutes Zeichen, dass der Spot zügig anläuft. Das macht doch schon mal Hoffnung. So, der erste Schuppi mit 7,3 Kilo. Oh, schöner Biss. Nochmal anschlagen. Oh, die zweite geht auch krumm. War jetzt auch lange genug ruhig hier. Es dauert anscheinend, bis der Spot ein bisschen anläuft. Der Anfang war eher schwach. Wie gesagt, ich angle hier mit PVA. Basis ist Maismehl und dann eigentlich alles, was mit Tintenfisch zu tun hat, an Zusätzen reinpacken. Wir haben ja als vierte Basis zusätzlich noch Oktopus-Boilies gemahlen, weil ich eben hier an der dritten Route versuche, parallel mit Oktopus was rauszuholen. Deshalb habe ich das einen Zusatz mal dazu gepackt. Werde ich beim nächsten Mal eher nicht mehr machen, sondern wahrscheinlich full auf Tintenfisch gehen, weil der eindeutig besser läuft. So, ich bin mal gespannt, was hier rauskommt. Leider haben wir keinen Ingame-Sound, da ich diese Tonspur entfernen musste. Weil wir sonst komplett den Ton von einem anderen Stream dabei gehabt hätten. Und das geht natürlich nicht. So, was kommt denn da? Macht sich ganz schön schwer, der Gutste. Ah, ist ein gerahmter Spiegelkarpfen. 18,9. Ja, ist ja schon mal ein schönes Tier. So, die anderen beiden Ruten sind auch krumm. Da läuft nicht schlecht der Spot, aber vielleicht den seltenen Karpfen, da ist bis jetzt noch nicht viel passiert. Im Turnier sind schon ein paar gefangen worden, aber auch noch nicht so berauschend. Gucken wir mal, was an der ist. Nochmal anschlagen. Ein Riese. Aber ein seltener. Nice, Mann. Schön
Schön. Mein erster Seltener im Turnier. Geisterspiegelkarpfen, 11,2 Kilo, 71.600 XP. Schön. Ich freue mich immer, wenn man nach den ganzen Karpfen mal was Besonderes sieht. Ja, freilassen, genau. Ab in den Kescher damit. So, hier haben wir wieder ein Biss. Und Wahnsinn! Noch ein Geisterspiegel. Zwar nur 1,9, aber jeder Seltene ist schön. So, hier fängt es wieder an zu zupfeln. Ja, scheint nichts Besonderes. Ja, doch, ist gar nicht so schlecht. Nochmal anschlagen. Kein schlechter. Wird auf jeden Fall zweistellig sein. Oh, dritte Rute geht auch runter. Macht sich ganz schön schwer. Und das ist wieder verdächtig hell. Ja, aber was ist es? Doch. Unglaublich. Unglaublich. Mein dritter Geisterspiegel hier im Turnier. Das ist unglaublich. 14 Kilo. So, wollen wir mal gucken, was hier dran ist. Nichts Besonderes. Ah, nichts Besonderes von wegen. Der nächste Geisterspiegler ist so unglaublich. Ich werde weich. So, hier rechts hängt die Schnur durch. Und da geht der Daumen. Eher ein Winzling. Aber, wenn ich das richtig sehe, ich glaub's nicht. Nächste Geisterspiegler, 4,8 Kilo. Ist unfassbar, wie der Spot hier rennt. Guckt euch das an. Fünf Geisterspiegelkarpfen in einem Turnier. Haben wir noch nie gehabt. So, was gucken, was hier noch so kommt um die späte Uhrzeit. Noch nichts Besonderes. Da in der mittleren ist auch schon wieder Betrieb. Ach, ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Nächste Geisterspiegelkarpfen. Leute, unglaublich. Unglaublich. Der sechste Geisterspiegler hier im Turnier bei mir. Kannst du keinem erzählen. Glaubt dir kein Mensch. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Lasst Kommentare da. Abonnieren nicht vergessen. Besucht mich auf Twitch, auf meinem Kanal, der gleiche Name wie hier. Bis dahin, euer Zungejunge.